Das Ergebnis war halt, dass ich mein Pferd eine ganze Zeit lang nicht reiten konnte. Da kommen wir auch zur Gesundheit. Gell? Es gibt immer irgendwie Gründe, warum man sein Pferd vielleicht gar nicht von oben aus eben belasten kann. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich mein Pferd weiter arbeiten, weil er hatte ja eigentlich nur eben eine Narbe oder ein Problem im Rücken. Aber ansonsten war er topfit. Und dann habe ich mich einfach schlau gemacht und habe überlegt. Und ich wusste, es gibt die Arbeit an der Hand, was ich bereits auch immer schon gemacht habe. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass an der Hand es gibt nicht so viele Möglichkeiten an der Hand wie eben in der Arbeit am langen Zügel, weil man befindet sich ja immer nur auf einer Seite. Man braucht oft einfach eine Bande, um das Pferd gerade zu richten. Und es gibt da schon Einschränkungen in der Arbeit an der Hand, in den ganzen Lektionen, die man dann eigentlich machen möchte. Und dann wusste ich ja, dass es die Arbeit am langen Zügel gibt. Ich habe das halt in Wien auch schon mal gesehen und ich habe auch schon mal davon gehört. Und damals gab es aber fast gar keine Literatur. Also Richard Hinrichs hatte das schon mal angesprochen in einem seiner ersten Bücher, aber auch nur so angerissen quasi. Ich weiß nicht, ob das nur 3-4 Seiten waren oder so. Aber ich kriegte halt einfach eine grobe Vorstellung und ich wusste, auch durch Wien, dass man eben in der Arbeit am langen Zügel quasi alles machen kann. Also man kann ein Grand Prix am langen Zügel führen, bis auf die mega Verstärkung, da kommt man einfach nicht hinterher. Aber ansonsten kann man halt alles machen. Und da habe ich mich halt einfach für interessiert und habe einfach angefangen, mit meinem Pferd zu arbeiten. Und was eben auch noch ein Vorteil ist am langen Zügel, man hat das Pferd einfach mal aus einer anderen Perspektive. Ja, und man sieht es. Man sieht es, man kann gut von hinten gucken, ist es gerade gerichtet auch oder eben nicht oder schief oder wie auch immer. Es ist einfach mal ein anderer Blickwinkel. Mhm. Die Zeitspanne der Übung, die wird sich wahrscheinlich durch die eigene Kondition begrenzen. Während man übt, wird man immer geschickter, kriegt immer mehr Kondition. Manche gehen sogar noch joggen, um ihre Kondition zu verbessern. Habe ich nie gemacht. Ich habe einfach mit den Pferden gearbeitet und dann kam es einfach. Die auch nicht gerne spazieren, komischerweise. Bin kein Mensch, der gern spazieren geht. Finde es furchtbar. Aber sobald ein Pferd vor mir hergeht, dann ist es toll. Kann ich stundenlang marschieren. Dann merke ich das gar nicht, komischerweise.